Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Nach dem Überfliegen des Airports Zürich haben wir nun endlich Zeit, die Landschaft zu genießen. Schon eine ganze Weile erheben sich auf unserer linken Seite die ersten schneebedeckten Berge. Leider hatte ich in Mengen vergessen, meine GoPro an einen Akku zu hängen, sodass ich vom zweiten Teil des Schweizfluges keine Funkaufzeichnungen habe. Aber es ist ohnehin kaum etwas los an diesem Montagmorgen. Wir sind hier quasi das einzige Flugzeug und die Funksprüche beschränken sich auf die Positionsmeldungen. Dazu gehören das VOA Willisau, die Stadt Thun, das Jungfraujoch Andermatt und schließlich die Stadt Chur. An dieser Stelle hier überlege ich mir nun ganz grob die Steigrate bis zum TOC, dem Top of Climb, also der Stelle, wo der Steigflug endet. Wir haben ca. 100 Kilometer bis zum Thuner See, bis dahin müssen wir ca. 13.000 Fuß Höhe erreicht haben. Von 3.000 Fuß aus gerechnet ist das eine Höhendifferenz von rund 10.000 Fuß. Für die 100 Kilometer brauchen wir etwa 30 Minuten, was einer Steigrate von 10.000 Fuß pro 30 Minuten oder anders ausgedrückt 330 Fuß pro Minute entspricht. Das bedeutet, wir müssen mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich ca. 330 Fuß pro Minute steigen, um sicher das Jungfraujoch überqueren zu können. Zu Beginn schaffen wir locker 500, zum Schluss sind es dann nur noch 100 bis 200 Fuß pro Minute. Und dann erreichen wir den Thuner See. Unsere maximale Höhe haben wir noch nicht ganz erreicht, es fehlen noch 1000 Fuß, aber wir haben ja auch noch etwas Zeit bis zum Jungfraujoch. Die Aussicht an dieser Stelle ist einfach atemberaubend. Der Thuner See im Berner Oberland ist knapp 20 Kilometer lang und gut 3 Kilometer breit und damit etwas größer als der Brienzer See, der sich unmittelbar im Osten anschließt. Nachdem sich die letzten Eiszeitgletscher zurückgezogen hatten, bildete sich hier in der Ebene ein riesiger See. Aber durch Ablagerungen der vielen Bäche entstand in der Mitte eine Schwemmebene. Dort, wo heute die Stadt Interlaken liegt, wurde der eiszeitliche See in zwei Hälften geteilt. Eben den Thuner und den Brienzer See. Und dieses Tal hier auf der rechten Seite ist das Kandertal. Mittendrin der Flugplatz Reichenbach, den ich schon 2019 besucht hatte. Und dann kommen hier diese drei 4000er Berge geradewegs auf uns zu. Allein deren Anblick aus ca. 30 Kilometern Entfernung hinterlässt bei uns bereits einen tiefen Eindruck. Diese Schneewand aus Eiger, Mönch und Jungfrau hat etwas Martialisches und in der Tat haben diese Berge schon zahlreiche Tote gefordert. Die Eiger Nordwand allein über 70 Opfer.
Werfen wir doch an dieser Stelle einmal einen Blick auf das EFIS. Das ist nämlich ganz interessant. Hier sieht man sehr gut unseren derzeitigen Flugzustand. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, oder doch? Ich denke schon. Es gibt nämlich zwei Besonderheiten, auf die ich kurz eingehen möchte. Erstens sehen wir hier einen Unterschied bei den Geschwindigkeiten. Einmal wird 173 km/h angezeigt, einmal 137. Woher kommt diese Differenz? Bei den Airlinern ist dieser Unterschied exorbitant groß und kann leicht 100 oder sogar 200 Knoten erreichen. Bei kleinen und langsamen Fliegern ist er aber immerhin noch deutlich vorhanden, wie man hier sieht. Einmal ist es die True Airspeed, also die wahre Geschwindigkeit in der Luft, und einmal die Indicated Airspeed, also die angezeigte Geschwindigkeit in der Luft. Aber warum sind die eigentlich unterschiedlich? Eine exakte Erklärung würde den Rahmen dieses Videos sprengen, deshalb hier nur ein paar Grundlagen. In 4000 Meter Höhe, wo wir uns jetzt befinden, beträgt der Luftdruck nur noch etwa 60% des Drucks auf Meereshöhe. Und die für den Auftrieb eines Flugzeugs wichtigste Geschwindigkeit ist die IAS. Diese wird aber nicht direkt gemessen, sondern über den Druckunterschied zwischen gestauter Luft im Pitotrohr einerseits und dem statischen Luftdruck in der Umgebung andererseits berechnet. Dieser Zusammenhang zwischen dem dynamischen Druck und der Geschwindigkeit ergibt sich aus einer mathematischen Formel und wird im Instrument als Geschwindigkeit angezeigt. Bleibt die IAS-Anzeige über einem bestimmten Wert, kann der Pilot sicher sein, dass genügend Auftrieb vorhanden ist und das Flugzeug nicht herunterfällt. In meinem Flieger sind das in Reisekonfiguration etwa 100 bis 110 km/h. Auf Meereshöhe und unter Standardatmosphäre sind IAS und TAS natürlich gleich groß. Die zweite Besonderheit in dieser Flugsituation ist der sogenannte AOA, der Angle of Attack, im Deutschen Anstellwinkel. Diese Anzeige ist neben dem Geschwindigkeitsmesser das wichtigste Instrument im Flugzeug überhaupt. Leider sehen das sogar viele Flugzeughersteller nicht so, weshalb es immer wieder Unfälle wegen abreißender Strömung gibt. Denn neben der sich erhöhenden Differenz zwischen IAS und TAS verändert sich in der dünnen Luft auch der Anstellwinkel des Flugzeugs. Das Unglück des Air France Fluges 447 von Rio de Janeiro nach Paris Ende Mai 2009 ist einer der prominentesten Fälle. Mit einer AOA-Anzeige im Cockpit wäre dieser Unfall zu verhindern gewesen. Und das ist gar nicht meine persönliche Weisheit. Diese Erkenntnis habe ich einem Vortrag des Luftfahrtexperten Professor Bernd Hamacher vom Bremer Verein für Luftfahrt zu verdanken, den ich 2017 in Bremen mal persönlich kennenlernen durfte. Mein EFIS hat dafür eine Anzeige. Man sieht hier gut, dass in unserer konkreten Flugsituation bereits zwei grüne Balken fehlen. Je größer nun der Anstellwinkel wird, umso mehr grüne Balken verschwinden. Ich habe das hier mal simuliert. Gerät man in den gelben und dann in den roten Bereich, gibt es einen heftigen Ton im Cockpit. Wenn man dann nicht sofort reagiert und die Nase nach unten drückt, um die Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen, schmiert der Vogel unweigerlich ab. Das Tal, das jetzt hier auf der rechten Seite ins Blickfeld gerät, ist ebenfalls ein paar zusätzliche Worte wert. Es ist das Tal von Lauterbrunnen, das auch Tal der 72 Wasserfälle genannt wird. Hier gibt es jede Menge senkrechte Felswände und mehrere majestätische Wasserkaskaden. Sehr spektakulär und sehenswert. Berühmt wurde Lauterbrunnen aber durch die Basejumper. Jährlich gibt es hier etwa 20.000 Sprünge. Und berüchtigt ist dieses Tal durch die hohe Zahl an Toten. Laut Wiki waren es 60 tote Basejumper allein in 2020. Das sind 15% aller tödlichen Unfälle weltweit. Puh, na, dann doch lieber mit dem Flugzeug fliegen. Was nun folgt, zieht einen unweigerlich in seinen Bann. Mich zumindest hat dieser Anblick, seit ich ihn 2019 zum ersten Mal genießen durfte, nicht mehr losgelassen. Das Überfliegen des Jungfraujochs und das Hingleiten über die Geburtsstätte des größten und längsten Gletschers in den Alpen, des Aletschgletschers, hinterlässt mich ebenso staunend wie ehrfurchtsvoll. Lassen wir uns fesseln von dieser unfassbar schönen und einsamen Landschaft. Wie einst der Engländer John Frederick Hardy von der Universität Cambridge. Er war es, der diesem Ort seinen Namen gab. Er verglich diese Ebene 1857 mit dem Pariser Place de la Concorde und nannte ihn den Place de la Concorde of Nature. Den Concordia-Platz.
Und nun haben wir das letzte Highlight dieses Fluges unmittelbar vor uns. Den Senjas Pass mit seinem sehr schmalen und spitzen Felsgrat, der die Dörfer Elm und Flims miteinander verbindet. Und mittendrin das Martinsloch. Der Name geht übrigens auf eine Sage zurück, in der sich ein Schafhirte aus Elm im Norden gegen einen Riesen aus Flims aus dem Süden verteidigen muss, der seine Schafe stehlen will. Er wirft dem Riesen seinen Schäferstab hinterher und löst damit eine Felslawine aus. Das Ergebnis ist das Martinsloch. Tatsächlich entstand das Loch natürlich aufgrund unterschiedlich harter Gesteinsarten durch Wind- und Wassererosion. Auf jeden Fall war dieses Loch am 4. August 2018 Zeuge eines furchtbaren Flugzeugunglücks, bei dem eine schweizerische U-52 in den Stall geriet, abstürzte und 20 Insassen in den Tod riss. Ich habe in meinem Flugplan etwas Zeit dafür vorgesehen und ich kündige auch dem Lotsen unseren kurzen Turn an, damit er informiert ist und sich nicht über plötzliche Richtungswechsel wundert. Wir nehmen hier also ungefähr denselben Flugweg wie seinerzeit die U-52, allerdings deutlich höher. Laut Abschlussbericht der SUST, der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, sind die sehr erfahrenen Piloten viel zu tief in dieses Tal hineingeflogen. Und das war nur einer von mehreren eklatanten Fehlern. Als die Triebwerke zum Steigen nichts mehr hergaben und am linksseitigen Berg auch noch Abwinde dazukamen, war eine Umkehrkurve die letzte Option. Die ist dann allerdings mächtig schiefgegangen. Ein ganz furchtbares Szenario. Mein Eindruck von diesem Tal ist, mit dem Sportflugzeug bekomme ich zweifellos einen Turn geflogen. Aber mit einer U? Es ist jedenfalls in der Realität deutlich enger, als ich es aufgrund der Vorbereitung dieses Fluges erwartet hatte. Schauen wir uns die Gegebenheiten kurz an. Das ist der Piz Senjas, die höchste Erhebung des Areals. Nach Westen verläuft ein sehr spitzer Felsgrat, welchen die U überfliegen wollte, so wie sonst auch immer. Außerdem wollte sie den Grat sehr knapp überfliegen, um den Fluggästen ein besonders spektakuläres Bild zu präsentieren. Erst am Martinsloch vorbei und danach über den Grat. Es ist kaum zu glauben, dass die Piloten hier ein so großes Risiko eingegangen sind. Und ich finde es erschreckend, was ich im Abschlussbericht der SUST gelesen habe, der am 22. Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Ich zitiere. Erstens, die Flugbesatzung führte das Flugzeug hochriskant, indem sie es in geringer Höhe und ohne Möglichkeit für einen alternativen Flugweg in ein enges Tal steuerte. Und zweitens, die Flugbesatzung wählte in Bezug auf den Flugweg eine gefährlich tiefe Fluggeschwindigkeit. Zitat Ende. Es sind Sätze aus dem Gruselkabinett der Fliegerei. Ich habe in den Kommentaren das Video der SUST verlinkt, das den Verlauf des Fluges detailliert erklärt. Interessenten können sich dort aus erster Hand informieren. Aber kehren wir nun wieder zu unserem Flug zurück. Wir halten uns heute etwas höher als die U, überfliegen den Grat, drehen einen Linksbogen und erhalten einen sehr schönen Blick auf das Martinsloch. Danach nehmen wir unsere Route wieder auf. Wir fliegen in das Rheintal ein und passieren die Stadt Chur. Natürlich erinnern wir uns an dieser Stelle auch an unseren Flug an den Comer See, als wir seinerzeit Chur südlich Richtung Juliepass und St. Moritz überflogen hatten. Von hier sind es nur noch 15 Minuten bis Hohenems.
Gemütlich bauen wir die Höhe ab, gleiten beschaulich nach Österreich hinein und bereiten uns auf die Landung vor. Nach dem Tanken und einer kurzen Pause fliegen wir nach Kempten, wo wir bei Freunden die Nacht verbringen.